Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich mit einer, ich will es mal sagen, inhaltsschwangeren Sendung. Sehr, sehr spannende Themen, sehr, sehr bunt und rund. Werden wir es auf jeden Fall heute für Sie haben. Wir haben angerichtet, liebe Zuschauer. Es gibt Wein und Brot. Ich freue mich sehr über den Winzer Harald Wörner mit seinem Cosmo-Wein. Er hat wirklich sehr, sehr Leckeres mitgebracht. Und Michael Oppel. Er ist Bäcker seines Zeichens und hat auch sensationell vitales Brot mitgebracht. In den Lebensmitteln dieser beiden Studiogäste steckt viel Lebensenergie. Wie Lebensenergie in Lebensmittel kommt und woran man lebensenergiereiche Lebensmittel erkennt, das werden wir auf jeden Fall mit euch heute besprechen. Und wir werden natürlich reichlich kosten vom Wein und vom Brot. Und, aber das Thema Schwangerschaft gerade so ein kleines Stückchen gesprochen haben, habe ich oder freue ich mich ganz besonders auch auf den Studiogast Christina Marita Rumpel. Sie ist Autorin und Soziologin und hat ein neues Buch auf den Markt gebracht, Die Kraft des Weiblichen, und natürlich noch ein paar andere Bücher. Schön, dass du da bist. Danke. Und wir werden auch noch mit dem Prinzen nachher bei Astro Royal skypen. Da geht es um das Thema royale Künstler und Star Wars Royal. Bin gespannt, was er da wieder ausgegraben hat. Immer sehr, sehr interessant, was der Prinz uns so zu erzählen hat. Christina Marita Rumpel. Die Kraft des Weiblichen. Und hier liegt auf dem Tisch auch das Buch Flow Birthing. Also du beschäftigst dich... nehme ich mal an, so mehr oder weniger ausschließlich mit der weiblichen Seite? Oder geht es auch ums Männliche? Es geht auch ums Männliche. Also das werden wir heute erfahren, dass die Kraft des Weiblichen die Integrationskraft ist, also die männlich und weiblich auch integriert. Aber natürlich zuerst mal den Fokus auf die weiblichen Qualitäten lege ich in meinen Büchern. Was nicht unbedingt oder nicht direkt bedeutet, wir kümmern uns hier jetzt nur um die Frauen, denn auch in jedem Mann steckt natürlich eine weibliche Seite. Also es geht wirklich um die Weiblichkeit in der Frau und um die Weiblichkeit im Mann. Genau, deswegen hat mein Buch Die Kraft des Weiblichen auch den Untertitel Der Schlüssel für Frau und Mann in eine lebensbejahende Welt. Also das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass eben wir Menschen alle aus einer weiblichen und aus einer männlichen Seite auch bestehen. Seelenqualitäten sind das, wie ich das nenne. Und ja, wir leben nur in einer Zeit, in der eben die weiblichen Qualitäten immer mehr zurückgedrängt werden. Ja, du schreibst das so, sag mal, seit 5000 Jahren ungefähr. Ja. Du beobachtest das nicht seit 5000 Jahren, aber du schreibst es seit 5000 Jahren. Ist es im Prinzip so, dass das männliche Prinzip eben so in den Vordergrund gerückt ist und die Weiblichkeit immer mehr zurückgedrängt? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, kann man so einigermaßen nachvollziehen, auch was hier so im Mittelalter dann passiert ist mit dem Christentum, also weise Frauen, Hexenverbrennung, genau. Ja, dass das Weibliche tatsächlich immer mehr zurückgedrängt wurde, angeblich auch in Bibelstellen, so das, was positiv weiblich besetzt war, auch immer weiter zurück, die Rolle der Frau auch immer weiter zurückgefahren. Jetzt gibt es natürlich auch heute noch in Gesellschaften matriarchalische Gesellschaften, also Gesellschaften, in denen das weibliche Prinzip ganz oben steht. Jetzt kann man natürlich sich angucken, in welchen Gesellschaften funktioniert was besser. Aber darum geht es am Ende nicht. Es geht darum, beides zu integrieren und zu gucken, wie es dann gut funktioniert. Wie sieht es denn hier in Deutschland aus? Ich meine, wir haben immerhin eine Bundeskanzlerin. Siehst du da bei ihr auch ein weibliches Prinzip? Oder ist sie da so sehr im Ungleichgewicht und da ist eher so das männliche Prinzip dominant? Also das ist natürlich gleich eine ganz schwierige Frage. Ich würde sie mal gerne so beantworten. Ich bin der Meinung, dass die weiblichen Qualitäten in Frau und Mann in unserer Gesellschaft einfach kaum noch eine Rolle spielen. Also es soll heißen, dass auch ein Mann, der eben zu seinen weiblichen Qualitäten steht, sei es jetzt Empathiefähigkeit, Intuition, dass der auch nicht bis ganz nach oben kommt. Ja? In der Wirtschaft sehen wir das ja. Ne? Also wir sehen jetzt die Donald Trumps der Zeit. Ja? Das sind ja alles Männer, die in ihrer, sag jetzt mal, wie ich das sage, fehlgeleiteten Männlichkeit oder einseitigen Männlichkeit auch agieren. Also und wir stellen fest, dass eben auch die Frauen, die es bis ganz nach oben schaffen, sich eben anpassen mussten an die Kultur, die da herrscht. Und auch, weil wir ja auch männliche Anteile in uns haben, auch wir Frauen natürlich dann so dieses Männliche eher forcieren. Und ich bin der Meinung, dass männlich und weiblich beides gleichwertig in uns zum Tragen kommen sollte und auch in der Gesellschaft. Und jede Einseitigkeit ist immer ein Problem. Und das stelle ich im Moment fest in unserer Gesellschaft und in der Welt, dass wir eben einseitig in dieses Männliche gehen und dadurch eben die Lebendigkeit verloren geht. Ja.
Ja, jetzt können wir natürlich sagen, okay, das sehen wir anhand der ganzen Auseinandersetzung der Kriege. Jetzt kann man auch sagen, Kriege hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben. Da gibt es im Prinzip irgendwo keinen Unterschied. Aber jetzt kann man sagen, in den letzten 5000 Jahren vielleicht eher noch etwas intensiver als in den Jahren oder Jahrtausenden. Genau, davor. Es gibt durchaus Forschungen, die belegen, dass also davor. Also die Menschheitsgeschichte ist ja weitaus älter als die 5000 Jahre. Es gibt ja Funde zum Beispiel aus der Steinzeit, die sind 30.000 Jahre alt, wo man eben dieses weibliche Prinzip damals noch verehrt hatte. Und seitdem auch immer mehr Frauen in der Archäologie zum Beispiel auch als Forscherin tätig sind, kommt auch da der weibliche Blick immer mehr zum Tragen. Und wir stellen fest, dass diese Zeit davor, also vor den 5000 Jahren, eine Zeit des Friedens und des Wohlergehens war. So, und wie du schon richtig gesagt hast, mir geht es jetzt nicht darum, dass wir wieder die Matriarchate von damals jetzt aufleben lassen oder uns gegen die Männer stellen als Frau. Nein, im Gegenteil, ich möchte ja, dass wir in eine Zeit des Wirs und der Verbundenheit kommen. Und da finde ich, die weibliche Kraft ist da eben ein Schlüssel. Uns jetzt da wieder können wir natürlich das alles im Außen beobachten, aber es wird ja auch mal gern gesagt, im Innen wie im Außen wie im Innen. Was macht das denn mit jedem Einzelnen? Also gesellschaftlich sehen wir die Auswüchse, die es eben gibt, ob es jetzt Terror oder Kriege oder eben auch einfach das schon zwischenmenschliche Miteinander, das auch immer ein bisschen Aggressivität vielleicht versprüht. Aber was macht dieses Vernachlässigen der Weiblichkeit mit jedem Einzelnen? Was passiert bei einem? Genau, also wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wir männlich-weiblich in uns haben, dann sind das zwei Kräfte, die in uns leben. Und wenn ich eine Seite einfach unterdrücke, warum auch immer, bin ich eben einseitig unterwegs und ich komme so in meiner Lebendigkeit ins Stocken. Also es ist ganz wichtig, wieder beide Qualitäten für sich zu entdecken, dass wir eben frei werden können, je nachdem, wie die Anforderungen sind im Leben, eben frei in unserer Kraft eben fließen zu können und in unser volles Potenzial als Menschen auch kommen zu können. Was ist denn für dich das Weibliche oder die weiblichen Qualitäten? Also auch da natürlich, denke, wie es immer so im Leben ist, man kann nicht nur zwischen männlich und weiblich unterteilen, sondern das Männliche hat positive und negative Aspekte, also Licht- und Schattenseiten, und das Weibliche eben auch. Was sind denn für dich die positiven Aspekte der Weiblichkeit, die wir nicht mehr leben und die wir integrieren müssen? Genau, das ist eben ganz wichtig zu sagen. Es geht nicht darum, dass die eine Seite negativ ist und die andere positiv ist, sondern wir können beides, männlich und weiblich, negativ oder positiv leben. Und ich stelle einfach fest, dass wir sowohl das Männliche negativ leben, als auch das Weibliche unterdrücken und nur die Schattenseiten, wie ich das nenne, leben. Also wir sehen das im Moment in dieser Angstgesellschaft, in diesem Terror. Das ist eben eine negativ gelebte Männlichkeit. Positiv wäre die Männlichkeit dann eben ja Verantwortungsbewusstsein, Standfestigkeit, Durchsetzungskraft, ja auch Klarheit im Ausdruck. Das ist eine männliche Kraft. Mhm. Ich sage, das sind die klassischen Geberqualitäten, also die dem Leben Raum geben, sich entfalten zu können. Und dann das Weibliche ist natürlich dann alles, was das Leben ausfüllt, also was es lebendig macht. Das ist Kreativität, Empathie, Intuition, aber auch so die Ausstrahlungsfähigkeiten, das Charisma. Das ist alles mit dem Weiblichen verbunden. Und wo haben wir da die Schattenseiten? Was wären die negativen Auswüchse? Ja, das ist alles, was mit Süchten einhergeht oder Depressionen zum Beispiel. Also diese Sinnlosigkeit, die viele Menschen im Moment empfinden in ihrem Leben, oder diese Orientierungslosigkeit, das geht also alles einher mit der unterdrückten weiblichen Kraft in uns, ja. Also wenn wir die wieder hochholen, möglicherweise verschwinden dann auch so die ein oder anderen Zivilisationskrankheiten, die ja immer mehr auf dem Vormarsch sind, wie eben Depressionen, Burnout, hat dann vielleicht deiner Meinung nach viel mit diesen weiblichen Schattenseiten zu tun. Hat sehr viel damit zu tun, und vor allem, weil die weibliche Kraft ja eben auch die Kraft ist, die alles Leben durchdringt. Ne? Und wir haben uns einfach mit der Abspaltung des Männlichen vom Weiblichen, haben wir uns einfach auch von der Natur abgespalten. Mhm. Und das ist so der Grundschmerz unserer Zeit, wie ich das sage, ja? Dass wir vergessen haben, dass wir nicht nur Teil der Natur sind, sondern wir sind Natur. Ja. Ja? Es gibt natürlich Unterstützung auch von dir. Du arbeitest mit Klienten, mit Menschen, die gerne ihre Weiblichkeit wieder ein bisschen weiterentwickeln möchten. Nicht nur über die Bücher, sondern du bietest auch Workshops an, auch Einzelarbeit. Genau, ich bin als Beraterin in der Tradition weißer Frauen tätig, so nenne ich das. Und zwar geht es mir eben darum, wieder diese Urkräfte in uns, in den Menschen zu stärken. Und ich sehe meine Berufung darin, Menschen wieder in ihre Kraft zu führen.
in ein Gleichgewicht zwischen männlich und weiblich. Genau. Und dann schaust du natürlich auch, es geht da nicht ausschließlich immer wahrscheinlich bei dir um die Entwicklung des Weiblichen. Vielleicht gibt es auch Menschen, die in ihrer Weiblichkeit sehr, 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 sehr gut aufgestellt sind und bei denen das männliche Prinzip so ein bisschen vernachlässigt genau. ist. Genau. Also das sind eben zwei Kräfte, die wir in uns haben. Die können ganz unterschiedlich zueinander aufgestellt sein. Und es geht auch nicht darum, diese in 50-50 in eine Balance zu bringen, sondern dass wir beide befreien. Ja. Also mir geht es darum, Denk- und Fühlblockaden auch aufzulösen in meiner Arbeit. Ein guter Ansatz ist, wenn man sich dein Buch vielleicht schon mal durchliest, Die Kraft des Weiblichen. Und das hast du dankenswerterweise auch einmal als Geschenk mitgebracht, heute in der Verlosung, dieses wunderbare Buch von Christina Marita Rumpel. Wenn Sie das gewinnen möchten, dann müssten Sie bitte Folgendes tun. Und zwar diese Frage beantworten. Wie heißt das Buch von Christina? Ist es A, die Kraft des Weiblichen oder B, Reise zum Mittelpunkt der Erde? Boah. Am Ende ist es eine Reise, auf jeden Fall zu sich selbst. Rufen Sie an, wenn Sie es wissen, unter der 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09015051190. Viel Erfolg und toi toi toi. Und wenn Sie es nicht gewinnen sollten, können Sie das Buch natürlich auch kaufen. Dafür sind Bücher dann auch immer da. Ich freue mich sehr über Harald Wörner und Michael Oppel, Winzer und Bäcker. Und weil wir so über das Lebendige und die Natur gesprochen haben, passt das natürlich wunderbar. Natürlich geht es um eine Reise zu sich selbst und in sich selbst diese Lebendigkeit zu entwickeln. Aber zu einem gesunden Geist, einer gesunden Seele gehört auch immer ein gesunder Körper. Das eine bedingt manchmal das andere und man kann unterstützen auch von der körperlichen Seite aus. Also sich gute Lebensmittel zu Gemüte führen, die wirklich Lebensenergie haben. Jetzt haben wir natürlich heutzutage so ein bisschen das Gefühl, durch diese ganze Industrialisierung in der Landwirtschaft, überhaupt in der Lebensmittelherstellung, ist ja Lebensmittelchemie am Ende, dass wir da immer weniger Werthaltiges wirklich uns noch zu Gemüte führen können. Wie erkenne ich denn ein Lebensmittel, das wirklich noch Lebensenergie hat? Kann ich das irgendwie messen? Kann ich da irgendwo einen Stab reinstellen und gucken, aha, so viel Lebensenergie hat das? Ja, es gibt schon Methoden, wo man das gut messen kann. Ja. Und es ist schon faszinierend, das vielleicht auch selbst zu spüren. Mhm. Ja, ich bin ja der Meinung, am schönsten ist es, wenn man seine eigene Körperfühligkeit trainieren kann, sodass man schon ein Gefühl aufbauen kann, welches Lebensmittel tut mir gut. Welches weniger, welches steckt voller Lebensenergie. Und ein sehr schöner Test am eigenen Körper ist auch der kinesiologische Oberarmmuskeltest, hat man schon oft hier und da gesehen, wo ich einfach auch die innere Lebensmittelqualität spüren kann. Und ja, es gibt ja immer viele Leute, die sagen, ach, alles nur Gefühl. Die heutige Gesellschaft braucht ja Zahlen und Fakten. Ja. Ja. Und ich habe besonders mit meinem bioenergetischen Cosmo-Wein, habe ich ja die edlen Tropfen genannt, habe ich verschiedene Tests durchgemacht, die dann auch Zahlen und Fakten liefern. Ja. Zum Beispiel kann man die Elektronenschwingung messen. Ja, das ist ein Redoxpotenzial, das sich da aufbaut. Und wenn man dann sieht, was bei mir für einen Wert rauskommt und was vergleichbare Weine oder andere Weine einfach haben, dann sind da riesige Unterschiede. Oder auch Kristallbilder. Ja. Man kann den Wein mit Kupferchlorid versetzen und dann entstehen Kristallbilder. Das ist ja so die Forschung von Emoto, japanischer ein bisschen in die Richtung. Geht so in die Richtung mit den Wasserkristallen, genau. die untersucht Richtig. Werden. Richtig. Und dann entstehen da komplett verschiedene Bilder. Ja. Und es gibt ganz viele Lebensmittel, da entsteht gar kein Bild mehr, weil einfach null. Komplett tot, Die sind tot, Wir sagen auch, die sind an sich negativ. Wenn du die isst, also die, dann die hast du für deinen Körper gar keinen energetischen Zugewinn. Im Gegenteil, du nimmst Nahrung auf und wirst dabei immer schwächer. Ja? Das kann durchaus passieren. Ja. Ich meine, jetzt können wir uns natürlich nicht in den Supermarkt begeben und sagen, okay, ich beiße jetzt erstmal in irgendeinen Apfel rein und spüre mal, ob der mir gut tut oder nicht. Also muss man dann schon so ein bisschen ausprobieren, das kaufen, nach Hause nehmen und dann probieren, ist das was für mich, ja oder nein? Oder reicht das schon, ich nehme Apfel in die Hand und mache dann den Test, den Muskeltest? Das würde mit dem Test auch schon gehen. Ja. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich persönlich trainiere meine
Herzfühligkeit. Ja. Ich stehe einfach nur vor dem Produkt und frage mein Herz, bist du gut für mich oder nicht? Okay. Gerade das Thema Apfel finde ich hochinteressant, weil ich 90% der Äpfel selber nicht vertrage. Ja. Ja, ich kriege da immer einen Motz-Juckreiz und Schwellung im Hals. Und da bin ich wirklich selbst drauf angewiesen. Ja. Aber, und das ist das Geniale, was es immer mehr gibt, ist die Marke Vitaler Genuss. Ja. Ja. Die sowohl das Brot, was wir heute dabei haben, als auch mein Wein und immer mehr Produkte tragen werden. Die Marke Vitaler Genuss geht wirklich her und sagt, mir geht es nur um die innere Lebensmittelqualität. Ja? Sprich, bist du lebendig oder tot? Ja? Und also, die Lebensmittel, die wirklich voller Lebensenergie stecken, das sind nämlich die, die eigentlich auch, ich sag mal, die Nahrung für unsere Seele sind. Ja? Jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Siegel, Bio-Siegel, ja, von Demeter bis eben einem ganz einfachen Bio-Siegel. Ja. Da weiß der Verbraucher ja auch kaum noch, so was steckt jetzt tatsächlich irgendwo hinter. Okay, bei Demeter, sagen wir mal, das ist angeblich so der höchste Bio-Standard. Ja. Da müsste eigentlich das müsste ein sehr gutes Lebensmittel sein. Jetzt kommt noch, sagen wir mal, eure Marke Vitaler Genuss dazu. Ja. Kann man sich auf diese Siegel immer wirklich so verlassen? Weil viele sagen inzwischen, in jedem Supermarkt und auch in jedem billigen Discounter gibt es inzwischen Bio-Lebensmittel, wo wirklich Bio auch draufsteht. Und das ist auch ein Siegel. In der Menge, ja, sagt man sich auch, kann es logischerweise Bio in der Form, die uns wirklich gut tut, doch auch gar nicht geben. Das ist doch auch inzwischen industrialisiert. Das ist richtig. Und das ist das ganze Problem dabei. Was ist so ein Siegel da noch wert? Mhm. Es gibt riesige Unterschiede zwischen den ganzen Bio-Siegeln. Und im Endeffekt sagt halt Bio aus, dass das Produkt, was hergestellt wird, ohne synthetische chemische Mittel hergestellt wird. Ja. Ja? Aber die Natur bleibt oft komplett auf der Strecke. Mhm. Ja? Und ich habe sehr viele Produkte, auch Weine getestet, die hoch biozertifiziert sind und trotzdem keine Lebensenergie haben. Ja. Ja? Also weil man arbeitet gar nicht mit der Natur unbedingt. Ja? Man versucht natürlich chemiefrei zu arbeiten, aber die Achtsamkeit und die Liebe zum Produkt, das ist so ein ganz, ganz wichtiges Detail, was am Schluss für die innere Elektronenschwingung, für die innere Struktur des Lebensmittels verantwortlich ist. Ja? Was mir die ganze Zeit schon in die Nase fließt, ist gar nicht der Wein, der auch so ein kleines bisschen, aber das Brot, wahnsinnig intensiv. Ja. Und gerade bei Brot, weil ich Brot auch wirklich relativ gern esse, Da stell ich wirklich sehr schnell Unterschiede fest, ob es jetzt so ein Industriebrot ist oder wirklich ein gutes, kräftiges Brot. Das siehst du allein schon, wenn du es trägst, wenn du es in die Hand nimmst. Also ein richtig gutes, energiereiches Brot, das ist auch wirklich schwer. Und wenn du diese Industriebrote nimmst, die sind teilweise so leicht, und da isst du 5, 6 Scheiben davon und du bist immer noch nicht satt, weil einfach nichts drin ist. Und wenn du von so einem richtig guten Brot was nimmst, 2 Scheiben und du bist eigentlich wirklich gesättigt. Worauf achtest du bei deinen Broten? Also was macht deine Brote so energiereich? Es ist ein langer Weg gewesen bei uns, bis wir hingekommen sind zu den hohen inneren Energiewerten. Und das Leben hat uns da schon mit ein bisschen Gewalt darauf aufmerksam gemacht, indem sie mal eine Krankheit bei uns in die Familie mit hineingebracht hat, die uns gezwungen hat, nicht nur die eigene Ernährung zu hinterleuchten, sondern auch die Backwaren, die wir täglich backen, unseren Kunden geben. Und als wir hier angefangen haben, den eigenen privaten Haushalt umzustellen, war uns schnell klar, dass wir in der Backstube auch mal tiefer reinschauen müssen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Thema Backwaren, in dem ich Jahrzehnte schon zu Hause war und gedacht habe, dass ich mich auskenne, noch so vieles Verborgene in sich hat, das ich nie vermutet hätte. Wir haben dann komplett eigentlich fast alles rausgenommen, haben angefangen, uns wieder Bauern zu suchen, die ihr altes Urkorn anbauen. Ein Korn, das nicht im Labor gezüchtet wurde und gezwungen wird, 30% mehr Ertrag zu liefern, als wie es die Natur eigentlich vorsieht. Ja. Konnte es dann die Lebensenergie und die Freude hat, die es braucht. Und wenn wir zwar jetzt gezwungen werden, ab morgen 30% mehr zu arbeiten, machen wir das eine Zeit lang. Aber die Freude und die Energie, genau, die wird verloren gehen. Geht dann am Ende immer mehr verloren, wie es auch
bei ja, den Milchkühen ja so ist, die genau. auch zu immer mehr Ertrag gezwungen ja. werden und die und, dann auch völlig ausgemergelt sind. Und, da ist auch keine Energie mehr in der Milch. Und so ein Korn, das eigentlich ja unser Hauptrohstoff ist, den geht es genauso. Ja. Das wird zu was gezwungen, was die Natur eigentlich gar nicht vorsieht. Was ihr noch geändert habt, weil die Regie liegt mir schon wieder auf dem Ohr, was ihr noch in der Bäckerei alles verändert habt, außer auf ein wirklich gutes Urkorn zu achten, darüber sprechen wir gleich noch und dann werden wir natürlich auch ein bisschen kosten. Jetzt haben wir für Sie Astro Royal, liebe Zuschauer. Astro Royal bedeutet, und da ist er schon, Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe ist uns zugeschaltet. Und ich weiß nicht, ob wieder aus dem fernen Hollywood oder aus dem näheren Salzburg oder woanders in der Welt, auf jeden Fall thematisch immer top vorbereitet. Heute wollen wir sprechen über royale Künstler und vor allem Star Wars Royal. Da bin ich sehr gespannt, was du da ausgegraben hast. Ja, genau. Hallo. Also ich habe was Spannendes mitgebracht. Und zwar möchte ich mal gleich loslegen. Prinz Charles höchstpersönlich hat eine Malschule gegründet. Man findet die im Internet unter Royal Drawing School. Und wenn man sich da durchklickt, das ist ganz was Spannendes. Prinz Charles malt sehr gerne Aquarelle. Und die malt er hauptsächlich in seinem schottischen Schloss über diese Highland-Landschaften, diese wunderschönen Moor- und Seelandschaften. Und um jetzt allen zu ermöglichen, sein Hobby, diese Malerei, wirklich gut von der Pike auf zu lernen, hat er eine Royal Drawing School gegründet. Und die wurde mittlerweile sogar von der Königin Elisabeth anerkannt. Und das Tollste ist jetzt, dass man gratis in dieser prinzlichen Malschule studieren kann. Da kann man sich aus der ganzen Welt bewerben. Also ist eine ganz schöne Idee. Und das führt mich auch dazu, dass eben viele der Royals eigentlich Künstler im Herzen sind. Ob jetzt Prinz Charles oder Prinz Henrik von Dänemark, der sehr schöne Bronzen formt und gießt mit Tierfiguren. Oder Königin Margrethe von Dänemark, die Kostümbilder macht und Kostüme schneidert, Wände im Palast anmalt. Also auch unter den Royals sind sehr viele Künstler. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Ausgleich zum sehr trockenen politischen Tagesgeschäft der Staatsoberhauptfamilien. Hast du dich da schon angemeldet bei der Royal Drawing School? Also werden wir demnächst Bilder von dir sehen. Ja, nee, ich hatte da leider noch keine Zeit dazu, aber meine Kunstpassion geht ja mehr in Richtung Tanz. Ich habe ja Tanz studiert in New York bei Luigi, der ja auch die Liza Minnelli ausgebildet hat und den Travolta. Also ich habe meine Kunstrichtung auf den Tanz mehr gelegt und habe auch einen Auftritt, auf den ich mich schon freue, am Sonntag bei der chinesischen Neujahrsmodegala im St. Gabriel Mission Playhouse. Das ist ein historisches Theater in Amerika. Also das freut mich natürlich schon sehr. Und andere aus den Adelsfamilien sind halt wieder, wie gesagt, Maler und Sänger gibt es auch einige. Wenn man jetzt an die Prinzessin Stephanie von Monaco denkt, die einen großen Hit gelandet hat damals mit Irresistible. Das ist vielleicht noch vielen im Ohr. Ja, genau, aus den 80ern. Ja, genau, war ein großer Hit damals. Und jetzt möchte ich auch gleich weitergehen zu den Künsten, weil ich habe gerade von Star Wars, von George Lucas, die Kostümausstellung besucht und habe gesehen, mit welcher großen Kunstfertigkeit diese Kostüme gestaltet wurden. Und gerade in Amerika, in Hollywood, wird eins sehr schön gefördert, was ich gut finde. Der vielfach Oscar-nominierte Film La La Land, also L.A. ist eigentlich, steht für Los Angeles, beschäftigt sich damit, dass Menschen ihren Träumen nachgehen. Und da geht eben, wie gesagt, eine junge Künstlerin nach Los Angeles, möchte ihre Träume, ihre Ziele erreichen. Und genau das ist eigentlich eine sehr schöne Vorbildwirkung für alle, wo man sagen soll, wenn wir einen Plan haben, wenn wir eine Idee haben, sollen wir der nachgehen und gerade bei leichter Leben sollen wir wieder uns klar werden, es gibt keinen Traum, den man nicht erreichen kann und schön, wenn man dem nachgeht und wenn es was Künstlerisches ist, wenn es was Spirituelles ist, das bringt uns weiter persönlich, wenn man genau diesem Lebenstraum nachgeht und den soll man nie aus seinen Augen verlieren. Hast du denn dein persönliches Kostüm für deinen Tanzauftritt schon ausgewählt? Weißt du schon, was du da auf der Bühne anziehen wirst? Ja, ich werde das jetzt ganz exklusiv verraten, dann wissen es nur unsere Astro TV Zuseher Freunde. Und zwar, ich
ich werde Putting on the Ritz tanzen und das ist ein klassischer Hollywood-Song und diesen werde ich wiederum im Original Fred Astaire-Look tanzen, das heißt, da wird Frack angezogen, also der Frack ist ja mit dem Schwalbenschwanz hinten wie die Pinguine, dann die weißen Handschuhe, die schwarz-weißen Schuhe, der Stock und der Zylinder und dann werde ich Putting on the Ritz vor mehreren 1000 Menschen auf der Bühne tanzen und das wird live ins chinesische Fernsehen übertragen, diese Neujahrsgala. Und da sehen ja bis zu 500 Millionen Menschen zu. Also das ist eine sehr aufregende Sache, deshalb übe ich auch jeden Tag sehr viel und trainiere brav. Und trotz des vielen Übens hast du auch immer noch Zeit für deine Klienten bei unserem Partner Questico, wo du dann auch immer ein paar Beratungen durchführst. Ja, das ist mir ganz wichtig. Also ich schalte mich regelmäßig online und dann einfach auf die Warteschleife. Das bieten wir ja an bei Questico, wo man dann unsere Beratungskunden abholen können. Und das macht mir natürlich besonders Freude, Menschen auch auf ihrem persönlichen Glücksweg zu helfen. Denn wenn man seinen Wünschen und seinen Träumen folgt, ob in der Liebe oder im Beruf, dann kann es natürlich ein ganz neues Lebensgefühl geben. Und wir schauen ja immer, dass man jedem Einzelnen dazu bringt, dass er persönlich das erreicht, was man möchte. Weil die Außenhilfe ist ja nie das Wahre, sondern immer dieser innere Anstoß, dass man selbst sich das verwirklicht, was man eigentlich möchte. Mein lieber Prinz, herzlichen Dank. Schön, dass du auch für unsere Zuschauer immer wieder da bist und dir die Zeit nimmst. Ganz viel Freude natürlich bei deinem Tanzauftritt im Fred Astaire Look mit Putting on the Ritz. Gerne. Und ja, bis ganz bald wieder. Bis ganz bald und ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche bei einem neuen spannenden Thema bei Astro Royal wiedersehen, lieber Jens. Mach's gut. Bis dahin. Ciao. Ja, und ein weiterer Berater unseres Partners Questico ist Sonja Lappesen und die stellt sich jetzt Ihnen im Bewegtbild vor. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lappesen. Lebensberatung ist neue Sicht und Handlungsweisen zu entdecken. Hinter jedem Problem, was Sie gefangen hält, verbirgt sich die Chance. Meine Ziele in der Beratung sind positive Veränderungen. Ich erkenne Hintergründe und Zusammenhänge. Ich helfe Menschen, ihren Gefühlszustand zu verbessern und ihr Ziel zu erreichen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Christina Marita Rumpel ist bei mir, Buchautorin und Soziologin und auch Beraterin. Also du hilfst Menschen, in ihre Weiblichkeit oder auch in ihre Männlichkeit zu kommen, also jeweils sagen wir mal, ein Gleichgewicht herzustellen, ein inneres Gleichgewicht, was bei jedem Menschen irgendwo anders gelagert ist möglicherweise. Natürlich, jeder Mensch ist einzigartig, aber es gibt auch eine Gemeinsamkeit, nämlich wir alle haben eben einen Kraftpunkt in uns und das ist für mich eindeutig die Seele und diese Seelenkräfte, die helfe ich wieder zu entwickeln. Gibt es da Menschen, die überhaupt sag mal, gar nichts mehr spüren, die schon zu dir gekommen sind, also die nichts von ihrer Seele spüren, die sich da völlig von losgelöst haben? Also ich halte ja auch Vorträge und da spreche ich natürlich auch darüber, wie wir die Seelenkräfte wieder entwickeln können, wie wir wieder in Kontakt mit uns selbst kommen können. Und da kriege ich häufig die Rückmeldung, Mensch, das ist ja toll, dass du dich traust, öffentlich das Wort Seele in den Mund zu nehmen. Ja? Also für mich ist das ganz selbstverständlich. Wir sind eindeutig mehr als nur Verstand und Körper, sondern es sind auch die Seelenkräfte in uns, die tätig sind. Aber ich stelle eben fest, dadurch, dass wir die weibliche Kraft so an den Rand gedrängt haben, ist auch alles, was mit dem Thema Lebendigkeit, Seelenkraft zu tun hat, sehr in den Hintergrund getreten. Ja. Hat das auch unter anderem damit zu tun, dass möglicherweise der ein oder andere auf dieser Welt noch gar nicht wirklich angekommen ist, dass da während der Schwangerschaft oder auch während der Geburt irgendetwas passiert ist, was den Menschen hier hat gar nicht ankommen lassen? Hört sich jetzt komisch an, weil man sagt, ja, aber ich lebe doch schon seit so und so vielen Jahren oder Jahrzehnten auf dieser Welt. Natürlich bin ich hier angekommen, aber anscheinend irgendwie dann nicht. Ne? Also nicht so wirklich mit der Seele verbunden und nimmt nicht so wirklich einen Platz hier ein.
also Seele und Geburt, das gehört auf jeden Fall zusammen. Also ich sage ja, ich arbeite in der Tradition weißer Frauen. Und früher waren die weißen Frauen eben die Hebammen. Mhm. Hebammen waren Priesterinnen des alten Göttinnenglaubens, aber eben auch Seelenführerinnen. Das finde ich ganz spannend zu wissen, dass eben eine Hebamme früher eine Seele in die Welt begleitet hat, bei der Geburt, aber auch am Lebensende als Sterbebegleitung wieder hinaus begleitet hat. Also die Hebamme war sozusagen die Fachfrau, sage ich jetzt mal, für die Eckpunkte des Lebens, Geburt und Tod und auch für ein beseeltes, seelenvolles Leben dazwischen natürlich. Und das versuche ich in meiner Beratung wieder aufleben zu lassen, diese Tradition. Und die ja, sag mal so immer, oder dieses Wissen der Hebammen ja immer mehr verschütt geht. Inzwischen sind wir Geburten, die eben auch fast wie am Fließband in Krankenhäusern durchgeführt werden. Und so nach und nach kommt dieses Bewusstsein aber wieder hoch. Jetzt werden Hebammen gesucht und jetzt gehen immer mehr Menschen doch wieder auf Hebammen zu und suchen ganz verzweifelt nach Hebammen in ihrer Umgebung, weil es gar nicht mehr so viele gibt. Ich glaube, du hattest es geschrieben, die UNESCO hat den Beruf der Hebamme auch besonders unter Schutz gestellt. Genau. Also der Beruf der Hebamme ist jetzt ein UNESCO-Weltkulturerbe. Seit Dezember ist eben der Hebammenberuf unter Schutz gestellt worden. Ist auf der einen Seite natürlich eine Wertschätzung, auf der anderen Seite finde ich es wirklich erschreckend, dass das ausdrücklich so gesagt werden muss, ja? Weil wir sind alle mit der Hilfe einer Hebamme geboren worden. Und die medizinische Technik kann noch so gut sein. Letztlich ist es die menschliche Betreuung, die 1-zu-1-Betreuung im besten Fall, die dann wirklich durch eine sichere, gute Geburt auch führt. Jetzt sagt der eine oder andere, okay, ich verstehe jetzt nicht so ganz den Unterschied. Gut, das eine ist Krankenhaus. Hebamme könnte ich mir vorstellen, okay, das ist dann vielleicht eine Hausgeburt. Aber was macht eine Hebamme anders als ein Arzt? Die holt doch auch nur jemanden raus. Wo liegt das besondere Wissen der Hebamme? Was macht die anders? Ja, es liegt eben genau darin, dass die Hebamme die Frau ganzheitlich betrachtet im besten Fall. Ne? Während der Mediziner, sage ich jetzt mal klassischerweise, ja ausgebildet ist auch für den Ernstfall, für den Notfall, hat die Hebamme doch den natürlichen Prozess der Geburt im Blick. Sie ist also für die natürliche Geburt die Expertin. Und für einen natürlichen Prozess, das finde ich ganz wichtig zu betonen, reicht es eben nicht, den Körper nur zu betrachten, also die körperlichen, physiologischen Abläufe, sondern da gehört eben auch die seelischen Prozesse dazu. Da gehören die Emotionen der Schwangeren oder Gebärenden dazu. Da gehört auch sowas wie der größere Rahmen, der Spirit. Ja? Also kann ich mich vertrauensvoll in den Fluss der Geburt des Lebens hingeben oder tue ich mir einfach schwer mit Vertrauen, mit Glauben? Alles das gehört bei einer Geburt auch mit beleuchtet und dafür sind eben die Hebammen die Fachfrauen. Ja. Da hat man dann natürlich so mehr oder weniger das Gefühl, dass das in Krankenhäusern eben etwas anders, so eher am Fließband abläuft. Da wird nicht so sehr, möglicherweise, mag das gar nicht jetzt so pauschal beurteilen, aber das ist das, was man auch immer wieder liest, dass da natürlich dann auch irgendwann gesagt wird, okay, derjenige, das Kind ist überfällig, also jetzt müssen wir mit Medikamenten nachhelfen, um die Geburt einzuleiten. Auf die Idee wird eine Hebamme wahrscheinlich niemals kommen. Nein. Also das hängt auch wieder mit dieser verdrängten weiblichen Kraft zusammen. Deswegen bin ich auch von meinem ersten Buch aufs zweite gekommen, weil ich festgestellt habe, wenn nicht mal mehr unter der Geburt Raum für die weibliche Kraft ist, also das selbstbewusst auch zu leben, ja, wo denn dann in der Gesellschaft? Mhm. Ja? Und es ist tatsächlich so, dass das Weibliche ist eben das Zyklische, dass dieser Prozess aus Entstehen, Werden und Vergehen. Und auch die Geburt ist ein Prozess. Das ist kein Punkt. Ja? Und auch die Entwicklung, die Schwangerschaft ist also ein langer, langer Entwicklungsprozess. Und natürlich gibt es den Entbindungstermin als Fixpunkt, so als Orientierung. Aber es wäre viel sinnvoller, auch hier von einem Zeitraum zu sprechen, weil jedes Kind, was geboren wird, ist ja auch individuell und braucht vielleicht 1-2 Tage länger, um zu reifen. Und es ist einfach eine fatale Entwicklung, muss man wirklich so sagen, wenn man die Kinder dann zwingt, an einem Punkt auf die Welt zu kommen. Also als ich auf die Welt gekommen bin, waren das noch 14 Tage. Ja. Wo man sagt, okay, das ist so der Zeitraum, jetzt sind es nur noch 4 Tage, wo man die Medizin dann anfängt zu sagen, Mensch, da müssten wir doch aber auch einleiten. Hat sich der Mensch dann so weiterentwickelt, dass das nur noch 4 Tage sind? Nein. Und es ist auch so, es hat sich auch nicht die Gebärfähigkeit der jungen Frauen verändert, sondern es ist leider wirklich so zu formulieren, im Moment wirkt ein krankes System, wird auf dem Rücken von Frauen und Kindern ausgetragen. Ja? Und was in letzter Konsequenz lebensfeindlich ist, ja? Weil die ganzen Prozesse, die also dahinter, hinter dem körperlichen Ablauf stehen, überhaupt nicht mehr eingebunden werden.
Das ist natürlich das eine, was die Frau dann während einer Geburt selber erlebt, ob mit, dann mit einer Hebamme oder eben im Krankenhaus. Aber die Frage ist ja auch, was passiert mit dem Ungeborenen, weil wir ja über die Seele gesprochen haben. Wenn die Seele eben mit dann auf die Welt getragen wird in diesem Körper, macht das einen Unterschied, wenn da plötzlich, wenn jemand quasi auf die Welt gezwungen wird, wenn eben auch Medikamente verabreicht werden? Denn das ist ja auch etwas, was du über die Nabelschnur als Ungeborenes natürlich mit aufnimmst. Macht das irgendetwas mit einem Ungeborenen oder mit einem kommenden Baby? Ja, also da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und es gibt inzwischen ja auch aus der pränatalen Forschung auch Studien, die das belegen, dass das Baby im Bauch ja schon als Wesen komplett auch da ist und eben die emotionalen Eindrücke der Mutter auch mitbekommt. Auch das wird viel zu wenig thematisiert für die jungen Frauen, dass es eben nicht nur darauf ankommt, sich gesund zu ernähren und natürlich ohne Giftstoffe, sondern eben auch auf, ich sage jetzt mal, auf eine Gedankenhygiene zu achten oder auch auf das emotionale Gleichgewicht, weil das schlägt sich alles direkt auf das Baby nieder. Also es gibt zum Beispiel, wenn ich das Beispiel sagen darf, von einem Forscher, der hat herausgefunden, dass wenn eine Mutter extrem psychisch belastet ist in der Schwangerschaft, also bis hin zur Depression, also wirklich sehr groß belastet ist, dass dann das Kind dazu, die Wahrscheinlichkeit, dass es mit einer Nabelschnur um den Hals geboren wird, viel, viel größer ist. Ne? Und das ist Nabelschnur um den Hals ist eben Ausdruck von Lebensverweigerung. Ja. Weil, und das finde ich auch so spannend, das Wissen der alten Frauen zu aktivieren, Geburt und auch Tod, muss man da dazu nehmen, das ist einfach ein Vorgang, der braucht Liebe, der braucht Ruhe, der braucht Ungestörtheit, der braucht Intimität, um sich optimal entwickeln zu können. Und all das haben wir einfach in unserer modernen, schnelllebigen Zeit kaum noch. Und dadurch entstehen auch lebensfeindliche sozusagen Bedingungen, die es dem Kind schwer machen, unbeschadet auf die Welt zu kommen und auch den Frauen. Über die Schwangerschaft will ich gleich gerne noch mit dir reden. Du hast auch ein weiteres schönes Buch geschrieben, Flow Birthing. Ja. Sprechen wir auch gleich noch mal etwas intensiver drüber. Jetzt haben wir für Sie noch die Januar-Verlosung, liebe Zuschauer. Neben der Tatsache, dass Sie ja das wunderbare Buch von Christina Marita Rumpel auch noch gewinnen können, gibt es ja eine Monatsverlosung. Schauen Sie mal hier, die wunderbaren Chakra-Tassen von Chakmoni. Zu jedem Chakra gibt es eine Tasse, also 7 Tassen am Stück. Und alle 7 Tassen können Sie im Set auf einmal bekommen, wenn Sie an unserer Verlosung teilnehmen. Was Sie dafür tun müssen, ganz einfach. Gehen Sie auf unsere Leichterleben-Facebook-Seite und schauen Sie auf diesen Post, den Sie hier sehen, mit allen 7 Chakra-Tassen von Chakmoni. Und diesen Post bitte teilen, liken und kommentieren. Wenn Sie alle 3 Bedingungen erfüllt haben, dann nehmen Sie damit automatisch an der Verlosung teil. Und Anfang Februar werden wir dann den Gewinner bekannt geben. Also viel Erfolg auch dabei. Winzer Harald Wörner und Bäcker Michael Oppe sind bei mir. Und es riecht ja schon die ganze Zeit so super gut. Du hast den Wein, lieber Harald, auch schon vor der Sendung eingegossen, damit er schon ein bisschen atmen kann. Das Brot atmet auch schon ordentlich. Ja. Du hast es rechtzeitig aufgeschnitten. Lass uns, bevor wir beide noch mal etwas intensiver in die Bäckerei gehen, wollen wir einmal zumindest mal kurz schon mal ein bisschen probieren, damit wir auch den Wein gleich trinken können, weil wir wollen eine kleine Grundlage schaffen. Oder? So ist es. Was hast du für Brote mitgebracht? Ich habe heute 2 Brote mitgebracht. Das erste ist unser Power Vital Brot. Brot, das greife ich kurz die Chakren auf, nachweislich für unser Bauchchakra ganz toll ist, wo unser Bauchgefühl gestärkt wird, Power kriegt, ein bisschen Wellness in den Darm reinkommt. Ein basisches Brot mit tollen Zutaten von Chia, Lupine, wo wir ja, unser gesamtes Immunsystem mit stärken. Ja. Und Vital pur, Natur pur, Urrocken, Urweizen, das unser ganzes Chakrensystem ausgleicht, für die innere Mitte sorgt. Und ja, beides absolute Lieblingsbrote von mir selbst. Die Entscheidung liegt bei dir. Ja, beide natürlich. Also sagen wir erstmal vielleicht für, das ist das für alle Chakren, ne? Genau. Das Chakrensystem ausgleicht. Auch mal eine Scheibe. Ja, dann mal. Das natürlich jetzt einfach nur mal so pur. Man könnte jetzt auch noch mit Butter oder ähnlichem. Gutes Brot braucht es das nicht. Ne, ja, schmeckt auch. Okay. Und das ist es eben. Ich habe das Gefühl, ah, das Brot ist so trocken, da muss eben was drauf, damit es ein bisschen frischer wird. Aber das ist eben überhaupt nicht. Christina, magst du auch eins?
Ja, gern. Gleich mal rüber. Ich suche dir mal eins aus. Dankeschön. Gerne. Nimm doch noch das andere auf. Nein, danke. Das eins reicht. Gut. Ja. Und Wein geben wir dir auch gleich rüber. Welchen darf ich Christina geben? Überall das Gleiche. Gebe ich dir den schon mal rüber. Überall ist Sinn. Kommt nachher noch zu uns, ja. Und dann nehmen wir das alles gemeinsam natürlich ein. Mhm. Also das schmeckt auch einfach, das ist so frisch und wirklich so saftig. Wirklich sehr, sehr lecker. Ja. Und das natürlich, jetzt sind wir hier in der Sendung ein bisschen, aber auch immer unter Zeitdruck. Eigentlich kann man sich da sehr zurücknehmen und das auch sehr genüsslich zu sich nehmen, mit sehr viel mehr Achtsamkeit. Das ist auch etwas, worauf ihr immer hinweist, ne? Lebensmittel wirklich achtsam zu sich zu nehmen. Das ist richtig. Mit Liebe und Dankbarkeit. Ja? Ich sage immer, bevor du was zu dir nimmst, heißes Willkommen für deinen Körper. Ja? Und nimm's bewusst wahr. Und das ist das, was jeder Verbraucher eigentlich, bevor er was isst, sich zu Herzen nehmen könnte. Ja. Weil du damit auch nochmal, sag mal, eine ganz andere Energie aufschlüsselst? Ja, genau. Die einfach das Produkt für deinen Körper nochmal richtig bekömmlich gestaltet. Mhm. Ja. Und natürlich, wo nicht viel da ist, kann nicht viel entstehen. Drum ist es uns halt ganz wichtig, dass wir schon ein Produkt voller Lebensenergie, wie jetzt dieses Brot oder dann den Wein haben. Ja. Und mir ist es auch ganz wichtig, einfach darzustellen, dass die Energie an sich in der Natur entsteht, durch das achtsame Arbeiten mit der Natur, mit den Kräften der Natur und in Liebe und Dankbarkeit. Und das macht er ja auch mit seinem Getreide, genau, mit seinem Urkorn. Du hast gesagt, du hast dir da wirklich noch Bauern gesucht, die ein Urkorn herstellen. Was sind so weitere Zutaten neben diesem Urkorn, was, denke ich mal, auch schon nicht so leicht ist zu besorgen, weil natürlich inzwischen viele Landwirte anders arbeiten. 85% unseres Brotgetreides ist mittlerweile gekreuztes Hybridgetreide. Also da bleibt nicht mehr so viel übrig. Vor allem ja Getreide, was auch keine Samen mehr produziert. Also muss jedes Jahr wirklich wieder vom Hersteller, wer auch immer das ist, man braucht aber gar keine Namen nennen, muss man dann wieder, ich glaube, da funktioniert dein Mikro nicht, muss man dann immer wieder jedes Jahr neues Saatgut kaufen. Also das ist eben auch das Perfide dahinter. Also hast du schon mal auf Landwirte geachtet, die eben noch ein Urkorn verwenden. Genau. Was hast du in der Bäckerei noch anders gemacht? Neben dem Getreide ist unser zweiter Hauptrohstoff das Wasser. Und hier achten wir darauf, dass wir unser Wasser wieder in einen Urquellzustand versetzen. Wie macht man das? Es gibt mittlerweile ganz, ganz tolle Gerätschaften, die einen unterstützen, die das Wasser jetzt nicht nur reinigen, mit Sauerstoff wieder versetzen, in eine rechtsdrehende Schwingung bringen. Und dann hat man ein Wasser, das eigentlich aus dem Wasser rauskommt, das man selber gerne trinkt. Mhm. Das eine Freude ist beim Trinken, das einen selber erfüllt beim Trinken. Und dasselbe wird es dann auch im Teichkessel tun, wenn das Wasser und das Mehl zusammenkommt. Und das schmeckt man auch tatsächlich. Also wenn man, sag mal so, altes, in Anführungsstrichen altes Leitungswasser nimmt und dann das energetisierte, wenn man beide mal im Vergleich direkt hintereinander wegtrinkt, dann schmeckt man riesige Unterschiede, obwohl es aus dem gleichen Hahn dann eben kommt. Dann sagt die Regie schon wieder, es geht schon wieder weiter. Also wir haben noch gar nicht den Wein gekostet. Ja, das also komm, lass uns zumindest einen kurzen Schluck, den denke ich, sollten wir kurz noch nehmen. Ja. Micha. Prost. Prost. Harald. Prost. Prost. Kosmisch. Dankeschön. Sehr, sehr lecker. Ja. Jetzt haben wir für Sie etwas völlig anderes, aber auch ganz Wertvolles, den Hexenkalender 2017. In Steffis Hexenkalender für 2017 befinden sich mehr als 200 Ritualanleitungen und neben den genauen Mondständen auch zahlreiche Festtage, Rezepte für Räuchermischungen und vieles mehr. Neue Illustrationen und Zitate führen durch das ganze Jahr. Eine Woche auf einer Doppelseite mit Platz für persönliche Eintragungen und Termine. Der Kalender ist im A5-Format für nur 14,90 Euro, versandkostenfrei innerhalb von Deutschland. Bestellen Sie jetzt unter www.kartenlegen-berlin.de oder unter Telefon 030 956 19248. Und schon sind wir wieder da. Die letzten Krümel vom leckeren Brot.
kann man ja gar nicht. Mensch, Andrea ist gerade, komm doch mit rein, setz dich doch hier schon mal hin. Meine liebste Kollegin Andrea. Aber sehr gerne komme ich. Ich glaube, ja, das ist völlig okay. Und setz dich hier mit rein und dann könnt ihr schon mal ein bisschen trinken. Also es wird eine bunte, illustre, trinkende Runde. Und gleich mit Christina Marie-Tau-Rumpel natürlich auch. Wir setzen uns auch ja, gleich mit gerne. Rüber. Du hast hier schon mal dein. Du hast das Brot mitgekostet. Hast du für dich da was festgestellt? Ja, das ist ein Lebensmittel, das tut dir gut. Absolut. Also das ist ja auch genau mein Thema. Ich rate ja auch eben den Schwangeren dazu, wirklich bei der Auswahl der Nahrungsmittel ganz extrem aufzupassen und nicht eben nach Lebensmitteln zu gucken, ja. Also die das Leben fördern. Ne? Das ist genau auch mein Thema. Und meine Tante hat eine Ölmühle, die Ölmühle in Kürnach, und die eben kaltgepresste Öle auch anbieten. Und daher weiß ich, wie wichtig das ist, auch eben das passende Brot dazu zu haben. Und wie schwierig das ist, ein gutes Brot zu finden. Ja. Ist das tatsächlich, also stellt man dann in der Schwangerschaft auch die Ernährung wirklich um, oder geht es letzten Endes nur in Anführungsstrichen darum, dass die Lebensmittel, die ich zu mir nehme, eine entsprechende Qualität haben? Sowohl als auch. Ne? Also es ist auf jeden Fall wichtig, keine Giftstoffe und so weiter zu sich zu nehmen. Aber dann rate ich also den Frauen tatsächlich, auf die innere Stimme zu entwickeln in der Schwangerschaft. Mhm. Und das fängt schon bei der Ernährung an. Also ich halte nichts davon, jetzt einfach nach Ernährungsplan zu machen, sondern einfach zu gucken, auf was habe ich Lust. Das sind zum Beispiel diese Heißhunger oder Gelüste, die in der Schwangerschaft auch kommen. Die sind eben getragen davon, dass der Körper genau weiß, was er jetzt braucht. Und dem sollte man dann auch nachgehen und einfach das essen, was der Körper auch signalisiert. Jetzt wird immer wieder gesprochen von dann auch diesen Heißhungerattacken. Gar nicht nur darum, dass man plötzlich Dinge zu sich nimmt, die man vorher vielleicht noch nicht gegessen hat, sondern auch in etwas anderen Mengen. Ist das dann auch gesund oder sollte man da dann schon so ein bisschen darauf achten, okay, dann auch nicht zu viel? Also natürlich sollte man auf ein gesundes Maß auch achten. Ne? Es kommt immer auf das Maß auch an. Allerdings stelle ich im Moment bei den jungen Frauen eher einen Trend fest, dass sie sehr extrem auf die Ernährung gucken, insofern, dass sie nicht zu viele Kalorien zu sich nehmen. Und das finde ich so ein bisschen bedenklich. Mhm. Einfach deswegen, weil man sich in der Schwangerschaft natürlich jetzt nicht übermäßig essen sollte, aber auch nicht kasteien. Ne? Also es geht darum, den Körper in die Kraft zu bringen. Und da sind eben gesunde Lebensmittel ganz, ganz, ganz wichtig. Also ist dann schon so, wenn ich darauf achte, auf die Kohlenhydrate und sage, ja, ich will in der Schwangerschaft nicht noch fetter werden, so wird ja wahrscheinlich mit sich selbst gesprochen, als ich dann eh schon durch die Kugel hier vorne werde, möchte man mehr oder weniger noch schön und schlank aussehen und presst sich möglicherweise auch in Klamotten, die nicht so gut tun. Entsteht dann aber auch werdenden Kind ein Mangel eben durch diese reduzierte Kohlenhydratezunahme? Also ein richtiger körperlicher Mangel wahrscheinlich nicht, weil wir ja die ganzen Nahrungsergänzungsmittel auch haben, die ja auch empfohlen werden für die Schwangerschaft. Aber was auf jeden Fall ist, auf energetischer Ebene. Also das Kind ist ja mit der Mutter verbunden über die Nabelschnur, aber auch darüber hinaus. Man sagt, so 3 Jahre ist das Kind, auch wenn es dann geboren ist, noch mit der Mutter verbunden. Und es gibt tatsächlich eine Tendenz, dass die Mütter, die extrem dünn waren in der Schwangerschaft, also wo man von hinten gar nicht mehr erkennt, dass sie überhaupt schwanger sind, dass da die Kinder auch dazu neigen, dann mehr Nahrung aufzunehmen, weil sie eben in einem Mangelgefühl gewachsen sind im Bauch und wollen diesen Mangel dann ausgleichen. Also das heißt, das Risiko, dass das Kind dann tatsächlich zur Dickleibigkeit neigt, ist größer bei den Frauen, ja, die in der Schwangerschaft extrem sich kasteit haben. Was du sagst, ist also die Energie, die dahinter steckt. Also wenn ich für mich selber, also als werdende Mutter, aber denke, nee, das möchte ich so nicht zu mir nehmen und damit ja auch gewisse Gedanken verbinde und damit dann eben auch Gefühle. Und diese Gefühle sind im Prinzip, ja, drücken sich aus in Körperchemie. Genau. Und über diese Körperchemie nimmt das werdende Baby dann eben auch diese Gefühle auf. Das hast du jetzt sehr schön ausgedrückt, muss ich sagen. Es ist tatsächlich so, das Baby wächst in einem Mangelgefühl auf. Ob das jetzt tatsächlich mit den Nährstoffen ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber dieses Gefühl, die Mutter unterbindet Lebendigkeit, ne? Genießt das Leben nicht, kommt nicht in ihre Kreativität, nicht in ihre weibliche Kraft, in die Sinnlichkeit. Ne? Das sind alles Gefühle, die sich auf das Baby im Mutterleib niederschlagen. Und dass wir heute jetzt eben neu lernen müssen, was ist eigentlich gesund für uns, was ist lebendig, das geht meiner Meinung nach Hand in Hand damit, dass wir eben nicht mehr natürlich gebären, dass die Kinder eben nicht in Liebe und Freude und Achtsamkeit auf die Welt kommen, sondern eben jetzt wirklich unter Schmerzen, ne? Oder eben immer häufiger auch unter traumatischen Bedingungen oder sogar Gewalterfahrungen unter der Geburt wird ja auch immer mehr zum Thema.
jetzt in der Frage stelle ich immer die Frage, wie wäre denn unsere Welt, wenn wir tatsächlich die Kinder auf einer Welle der Freude und Liebe gebären würden und eben nicht unter diesen Negativbedingungen. Und ich denke, wir hätten eine ganz andere Welt. Wir müssten die Achtsamkeit nicht mehr neu lernen, wir müssten nicht mehr die Lebendigkeit wieder. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, sich mit dem Thema Geburt zu beschäftigen, auch wenn man gerade nicht schwanger ist. Genau, und eben dann auch mit dem Thema Schwangerschaft als solche und eben auch während der gesamten Schwangerschaftszeit, die ja lang genug ist, sich auch bewusst mit sich und dem werdenden Kind auseinanderzusetzen. Du hast dazu ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben, Flow Birthing. Auch das ist natürlich käuflich zu erwerben. Es gibt auch sogar noch eine CD dazu. Nehmen wir an, mit ein paar Übungen, die du... Genau, das ist zur Vertiefung zum Buch mit Affirmationen und Mantren, die einfach die weibliche Kraft auch wieder stärken. Weil es ist die weibliche Kraft, die natürliche Geburten dann ermöglicht, ja. Also auch dafür kann gerne auf deine Internetseite martinarumpel.de gehen. Da Christina. Findet man, Christina Rumpel gehen und findet da mit Sicherheit den ein oder anderen Hinweis, wo man die Bücher erhält. Und das Buch Die Kraft des Weiblichen, das gibt es ja bei uns heute zu gewinnen, hat Christina Marita Rumpel gespendet. Und dafür müssten Sie nur diese Frage beantworten. Wie heißt das Buch von Christina? Ist es A, die Kraft des Weiblichen oder B, Reise zum Mittelpunkt der Erde? Ich denke, Sie sollten drauf kommen. Unter der 0137 988 1404 rufen Sie uns bitte an und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 050 190. Und jetzt haben wir für Sie etwas von Gabriele Jasetta. Und jetzt darfst du. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. So, jetzt in der großen Runde haben uns alle zusammengesetzt. Lieber Andrea ist da, dem ein oder anderen AstroTV-Zuschauer durchaus bekannt. Ja, aber hat auch seinen guten Grund, warum ich heute da bin. Ja. Denn lass mich kurz ein bisschen Werbung machen für heute um 16 Uhr. Da stellen wir Ihnen nämlich eine neue Plattform vor. Vivado nennt sie sich. Und das ist wirklich was ganz Tolles. Falls Sie zum allerersten Mal davon hören, sollten Sie auf jeden Fall um 16 Uhr dabei sein. Und eine halbe Stunde mit dem Danny. Und ich glaube, das lohnt sich einzuschalten. Mit dem Danny. Sprich da mal nicht über den Dschungel. Ne? Nee, mit dir ab morgen? Ja, mit mir. Morgen und freust übermorgen. Du dich schon? Ja, freue ich mich schon sehr. Ja, im Dschungel, kann man ja auch wirklich sagen, ein Lebensmitteldschungel, durch den man sich erstmal kämpfen muss, um gute und gesunde Lebensmittel zu finden. Du hast schon gesagt, bei dir im Familienkreis gibt es glücklicherweise den einen oder anderen, der gesunde Lebensmittel herstellt. Jetzt haben wir noch zwei kennengelernt. Jo. Ihr habt ein Siegel, vitale Gesundheit. Vitaler Genuss. Oder vitaler Genuss. Da. So sieht das aus. Sieht man das? Sieht man es hinten. Ja, mit den Chakren aufgemalt. Mit den Chakren. Und das Siegel verkörpert einfach die Lebendigkeit. Ja. Und ist einfach ganz wichtig, dass wir erkennen, welche Lebensmittel denn voller Lebensenergie stecken. Weil das ist einfach für Körper, Geist und Seele ein Hochgenuss. Dann kommen wir richtig gut voran. Und um das auch selbst zu coachen und selbst zu spüren, was tut mir gut, wer Lust hat, ich mache Ende März und Anfang April wieder Seminare dazu, wo ich das den Leuten wieder ein bisschen beibringe, Mensch auf eigenes Körpergefühl zu hören, aufs eigene Herzgefühl. Und das könnt ihr auch jetzt so hier ganz erkennen. Kurz in ein paar Minuten zumindest so einen kleinen Eindruck davon gewinnen. Du hast bei uns so eine kleine Genussmeditation mitgebracht. Sie zu Hause, liebe Zuschauer, sind natürlich herzlich aufgefordert mitzumachen. Entweder mit einem Glas Wein, es geht aber auch mit Wasser. Genau, Hauptsache ein schönes großes Glas mit was drin, was man gerne trinkt. Mhm. Ja? Und das nehme ich mal mit all seinen. Nein, für mich ist einfach wichtig, dass wir alle unsere Sinne einbringen. Mhm. Ja? Und weil, wenn ich so als Winzer normal eine Weinprobe mache, ist natürlich, jeder schaut erstmal, wie so ein Wein aussieht. Und wenn dann so Kirchenfenster entstehen, wenn man das so macht. Also so in Schlieren, der Wein runterläuft, ist schon ein Zeichen für eine hohe Qualität. Die Farbe spricht einen an. Ja. Wir haben jetzt hier den Wein Sinnesreise, habe ich den getauft. Ja, darum habe ich mich heute auch ein bisschen sommerlich und ein bisschen karibisch den Tisch gedeckt. Ja,
Ananas, Mangos, Zitrusfrüchte, all das werden wir jetzt dann auch in diesem Wein riechen. Mhm. Aber bevor wir zum Riechen gehen, machen wir jetzt ein bisschen mehr. Ja. Lasst euch mal aufs Fühlen ein. Mhm. Haltet euch mal den Wein ans Herz und einfach mal einen Moment lang fühlen, was der mit eurer Körperenergie anstellt. Und dann durchaus mal ein, zwei, drei tiefe Atemzüge dazu mit dem Wein einnehmen. Erst ein bisschen leicht inhalieren und so den Duft durch den Körper gleiten lassen. Und wer jetzt ein bisschen geübt ist, wird bei diesem Wein merken, dass die Körperenergie vom Kopf Richtung Fuß fließt. Also wir sind geerdeter. Ja? Wir haben heute auch einen Erdtag und dafür passt der Wein wunderbar. Und wenn wir jetzt dann natürlich die ganzen Aromen wunderbar riechen und ihn dann auf der Zunge zergehen lassen, denkt dran, beim Weintrinken ist Schmatzen, Schlürfen alles erlaubt. Das war ja wohl. Kräftigt Körper, Geist und Seele. So ist es. Und wer hat aufgepasst? Ich schmecke Ananas, Mango, Weintrauben und Kiwi. Schön. Die Weintrauben habe ich extra mit dazu, damit wir noch wissen, dass es Wein ist. Ja, so erfrischend, wie der Tropfen ist. Und zu guter Letzt, lasst uns mal in den Wein auch reinhören. Ja, wenn ihr das Weinglas, drum ist wichtig, ein bauchiges Glas zu haben, so hinhaltet. Dieses Rauschen wie eine Strandmuschel. Ich fühle mich jetzt schon wieder an meinen letzten Urlaub erinnert. Noch gar nicht so lang her. Und das ist so toll, auch mal einen Wein zu hören. Und ich habe schon vielen Freunden gesagt, wenn ich irgendwann so weit bin, die verschiedenen Rebsorten am Gehör zu unterscheiden, melde ich mich bei Wetten, dass und Co. an. Jetzt haben wir haben ja vorhin, der Prinz hat ja erzählt, Prinz Charles hat eine Malschule aufgemacht und wir wissen von Prinz Charles, dass er ja auch mit Pflanzen redet. Wie ist das bei dir mit den Rebstöcken oder mit den Trauben? Sprichst du mit deinen Pflanzen? Selbstverständlich und mit allen, die da wohnen. Ja, ja denn im Weinberg gibt es natürlich sehr, sehr viele Bewohner. Naturwesen, genau. Elementarwesen, die sind mir natürlich wichtig, die auch willkommen zu heißen. Drum, ich mache ja fast nur noch Handarbeit, weg vom Maschineneinsatz, so weit wie es geht. Und, denn auch das hat man festgestellt, da gibt es auch wunderbare Bücher inzwischen, dass die Böden durch schwere Maschinen natürlich auch einen Schaden erleiden, durch dieses Gepresstwerden, der überhaupt nicht mehr wieder gut zu machen ist. Also, wo es eigentlich Jahrhunderte dauert, bis der sich wieder erholt. So ist dem. Ja, ich arbeite auch komplett ohne Bodenbearbeitung seit ganz vielen Jahren, auch ohne Düngung. Ja, und geht natürlich zu Lasten des Ertrages. Ja, die Menge hat extrem nachgelassen, die wir da ernten. Aber dieses Plus an Lebensenergie ist mir das allemal wert. Und würde mich einfach freuen, du warst noch nicht bei mir zu Hause. Nein, das stimmt. Kommt mich mal endlich besuchen. Ja, in meinem Schlösschen. Ich habe ja Hotel, Restaurant, alles dabei. Ich versuche, Lebensfreude zu zelebrieren. Und, genau, da kann man übrigens auch mal im Internet gucken unter wörnersschloss.de. Also wörners-schloss.de. Richtig. Das sieht so toll aus, ne? Also da kann man die Sinne wirklich fühlen. Ja. Und alles mal ausprobieren. Ne? Also, das würde ich auch sagen. Da sollte man sich mal ein paar Tage bei dir gönnen. Willst du mein Prinz sein? Dann lass mich deine Prinzessin sein und wir reisen einfach mal zum Schloss. Sehr gerne. Guckst du dann aus dem Schlossturm und wirfst dein Haar herunter? Rapunzel, lass dein Haar herunter. Bei deiner Länge könntest du es im Moment machen. Deine sind fast länger schon mittlerweile als meine. Uli hat mir versprochen, die morgen zu schneiden. Gut ist. Das wird wieder ein kleines bisschen. Dann können wir natürlich unseren Bäcker Michael auch besuchen. Der ist ja ganz unweit von mir. Der ist um die Ecke. Gerade mal 10 Minuten Autofahrt. Ja, und dann laden wir hier unsere Autorin mit ein, weil Familie, wir sind ja alle mit Franken. Der Ölmühle, die ist ein kleines bisschen weiter weg, oder? Ja, aber auch in Unterfranken, in der Nähe von Würzburg. Ja. Genau. Kann man das auch noch bewerkstelligen? Ja, da machen wir ein richtig tolles Programm zusammen. Dann machen wir eine schöne Wellness-Genießer-Tour. Und machen vielleicht so ein kleines Rebirthing-Programm. Also bietest du sowas an wie Rebirthing, also dass man seine Geburt nochmal durchlebt? Nein, oder geht man da woanders hin? Das nicht, aber ich habe ja auch ein Portal gegründet, www.flowbirthing.de. Und da. Sie hat ein Mikro. Genau, und da ist eben ein Netzwerk entstanden aus stärkenden Angeboten für Schwangere und da gibt es eben auch so Rebirthing
Anbieterinnen, die da dabei sind. Also auch da im Internet bitte nochmal nachschauen, liebe Zuschauer. Ansonsten finden Sie alle Daten natürlich auch auf unserer Leichterleben-Facebook-Seite. Und den Spruch des Tages haben wir für Sie natürlich auch noch. Magst du? Wein ist wie Poesie in Flaschen. Wein ist wie Poesie in Flaschen. Herrlich, das passt ja schon wieder. Das hat sich bestimmt jemand was dabei gedacht. Ja. Also wir trinken noch ein kleines bisschen, auch auf Ihr Wohl, liebe Zuschauer. Lassen Sie sich's heute auch gut gehen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ganz lieben Dank euch allen für euren Besuch heute im Studio. Schön, 16 dass Uhr, nicht vergessen, ja, einschalten. Selbstverständlich. Hallo, Sondersendung. Ja. Dabei viel Freude und insgesamt einen bunten Tag. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. 14 Uhr, leichter Leben, Zeit für mich. Tschüss. Prost. Prost. Ja, aber jetzt lassen wir es doch klingen. Aber ich bitte dich.